unser Gast heute. Herzlich willkommen, Alfred Grosser. Ich kenne Alfred Grosser, da war ich noch nicht in einem, da war ich in einem typisch jugendlichen Irresein-Alter. Frühschoppen, Werner Höfer, es wurde sehr viel geraucht, es wurde sehr viel getrunken und Alfred Grosser war auch schon dabei. Er hat für Willy Brandt Wahlkampf gemacht 1972 und hat viele Preise bekommen, viele Bücher geschrieben. Ein Mann von hoher Glaubwürdigkeit aus meiner Perspektive und aus der vieler anderer. Und in den letzten Jahren ist er nach wie vor zu Gast. Er war in den Tagesthemen, er ist in Talkshows, er ist, darüber sprechen wir, ein Franzose mit großer Kenntnis des Deutschen. Er versteht sich ausdrücklich nicht als deutsch-französischer Historiker, Soziologe, Politikwissenschaftler oder sonst was, sondern ein Franzose und nichts als ein Franzose. Und das ist nicht nur eine Frage der Identität, über das wir sprechen wollen. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt, das ist ein genialer Buchtitel, wer auch immer sich diesen Buchtitel ausgedacht hat, Le Mensch, die Ethik der Identitäten. Ja, wenn nur die Ethik der Identitäten dagestanden hätte, hätte jeder geglaubt, es sei ein philosophisches Buch. Ich bin kein Philosoph. Ein Philosoph ist jemand, wenn ihm eine Frage stellt und eine Antwort, versteht man seine eigene Frage nicht mehr. Also in diesem Sinn bin ich kein Philosoph. Aber es ist völlig richtig, ich bin ein voller Franzose. Ich habe das große Glück, in zwei menschlichen Gemeinschaften aufgenommen zu werden, mitstreiten zu dürfen gegen die Bösen für die Guten, denen ich nicht angehöre, als Franzose in Deutschland, als Atheist im Katholizismus in Deutschland und Frankreich. Aber erklären Sie uns das nochmal mit den Identitäten. Worum geht es in dem Buch? Es geht erstens darum, dass jeder von uns viele Identitäten hat. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ich bin Mann und nicht Frau. Das gibt mir noch in der französischen, mit der deutschen Gesellschaft unverdiente Vorteile. Weniger als vor 30 Jahren, aber immerhin. Ich bin alt und nicht jung, aber ich habe 4 große Söhne, die arbeiten für mein Ruhestandsgeld. Ich bin Professor gewesen, aber immer noch Beamte. In diesem Sinn habe ich eine Identität, eine glückliche Identität. Ich kann nicht arbeitslos werden. Das gibt mir eine sozial total andere Identität als die Leute, die arbeitslos sind oder weil es werden können. Ich bin Pariser. Das gibt mir unwahrscheinliche Vorteile, kulturelle Vorteile im Vergleich mit irgendeinem Franzosen von woanders. Ich feiere in 2 Jahren, wir feiern unsere Diamantenhochzeit. Der Honigmond ist noch nicht fertig. Das gehört auch zu meiner Identität. Und das Wichtige ist, dass jeder erkennt, dass er diese vielen Identitäten hat, Distanz nimmt zu diesen Identitäten und in diesem Sinn Verständnis hat für die Identität der anderen und vor allen Dingen für das Leiden der anderen. Ich darf 2 persönliche Beispiele hier nehmen. Erstens, da ich voller Franzose bin, habe ich die französische Algerienpolitik mit Folter, Dorfzerstörung und so weiter härter angegriffen als Länder, die noch Schlimmeres getan haben. Und da meine 4 Großeltern und meine 2 Eltern Juden waren, bin ich Israel kritischer als gegen andere Länder, die auch Palästinenser ordentlich unterdrücken. Das schuldet man der Distanznahme zur eigenen Identität. Und nach 1945 sagten wir, Achtung, das ist wichtig, das Buch ist ein Kampf gegen das Die. Ein großer französischer Philosoph, Edouard Levinas, der übrigens als jüdischer Litauer geboren wurde, schreibt etwas traurig, die Identität sollte nicht auferlegt werden von dem Finger, der auf einen zeigt. Meine 2 ersten Kapitel, das heißt die Deutschen, das 2. Teil heißt die Frauen, und man soll nie mit dem Finger auf die anderen zeigen. Das bringt Distanz, das bringt, dass man das Leiden der anderen nicht versteht. Direkt nach dem Krieg haben wir gesagt, wir, das waren Opfer von Hitler, Widerstandskämpfer, Konzentrationslager französischer Seite, es gibt nicht die Deutschen, es gibt Deutschen, die so sind, Deutschen, die anders sind, und haben die deutsch-französischen Beziehungen begonnen. Ja, unser erster Gast in der Sorbonne war Eugen Kogon, der kam aus Buchenwald.
Und da ich zum ersten Mal 1947 in meiner Heimatstadt Frankfurt war, traf ich auf den Oberbürgermeister Walter Kolb, der kam auch aus Buchenwald. Ich hatte mich nicht mit dem zu versöhnen. Wir hatten die gemeinsame Aufgabe, zu sorgen, dass die Jugendlichen deutschen Demokraten werden, was nach dem Krieg nicht evident war. Und nach heute sage ich, man kann von keinem jungen Palästinenser verlangen, dass er die Attentate total verurteilt, wenn man nicht ein echtes Mitgefühl hat für das große Leiden in Gaza und in sogenannten Gebieten. Aber so ganz ohne Klischees, also dieses Die, kommt man doch womöglich gar nicht aus. Also ein Franzose oder eine Französin, die jetzt das erste Mal nach Deutschland kommt, fragt sich doch auch, sind die Deutschen anders als wir Franzosen? Ist das zulässig oder? Das ist an sich eine dumme Frage. Also wenn sie aus Lille kommt oder aus Marseille kommt, ist es nicht dieselbe Französin. Wenn sie zum Beispiel, nur ein Beispiel so, nebenbei im CSU Bayern ist oder in Berlin, ist das nicht derselbe Deutschland. Also. Ja, richtig, aber dennoch gibt es Unterschiede. Oder gibt es Unterschiede oder könnte man im Grunde genommen auch Deutschland, Frankreich alles auflösen und dann ist es ein europäisches, einiges Land? Nein, es ist kein einiges Land, es soll auch nicht ein einiges Land werden, aber wir arbeiten und Abertausende von jungen Franzosen und Deutschen tauschen aus, Wissenschaftler arbeiten zusammen, ohne Unterschiede zu machen zwischen Deutsch und Französisch, und ein Spezialist, ich weiß nicht, der mit Airbus arbeitet, ob er nun Deutscher ist, momentan ist ein Deutscher an der Spitze, vorher war es ein Franzose an der Spitze, das war nicht sehr wichtig war, dass man Boeing überholt. Alles andere war unwichtig. Und ich glaube, Sie müssen auch sehen, natürlich sagt jeder die Deutschen und so weiter, aber meine Geschichte ist vor allen Dingen, ich erzähle sie ganz kurz, ich war 1974 in Singapur, ganz weit von Europa, an der Uni und war auch am deutschen Gymnasium. Eine 17-Jährige stellte mir mit Bitterkeit folgende Frage. Wenn ich mal eine 17-jährige Tochter habe, wie die nicht mehr Anklage und Argwohn im Gesicht des Gesichtspartners sehen, wenn sie sagt, sie sei Deutsche. Das gibt es noch. Das gibt es noch in England, das gibt es noch in Holland, das gibt es so gut wie gar nicht mehr in Frankreich. Aber sagen wir mal, ein schwarzer Fleck Deutsch zu sein, das ist noch verschärft heute durch die absurde Art, wie für mich junge Historiker, 45, 50, ungefähr sagen, alle Deutschen waren schuldig. Ich habe noch nie an eine Kollektivschuld geglaubt. Aber heute ist es da, ich gebe nur ein Beispiel. In München gibt es eine Ausstellung über München in der Hitlerzeit. Alles Positive ist verschwiegen. Ich gebe zwei Beispiele. Eine jüdische Frau erzählt ihre Erinnerungen in München. Vier positive Dinge, ein negatives. Nur das Negative ist in der Ausstellung. Die Comedian Harmonist, eine Musikgruppe mit jüdischen Leuten, kommen nach München. Der Saal ist voll, 1500 Leute. Ein Braunhemd kommt, sagt, alle Leute sollen raus. Fünf Leute gehen raus. Die anderen geben donnerndes Applaus, wie die kommen, und bevor sie gesungen haben, und singen mit denen auf Wiedersehen in München. Das ist nicht in der Aufstellung. Und das Buch über die Diplomaten von Joschka Fischer, leider befehligt, ihr müsst beweisen, dass alle Diplomaten Nazis waren. Da könnte ich lange erzählen, was da alles falsch ist. Ich habe gegen das Buch geschrieben. Und so war es auch mit der Ausstellung in Berlin, Hitler und die Deutschen, die wirklich nur war, wie schlecht, na, ein bisschen 20. Juli, ein bisschen Geschichte der Scholl. Aber Kurt Schumacher mussten sie suchen auf einen kleinen Apparat, den nur ein Mann bedienen konnte. Also da gibt es eine deutsche selbstständige Selbstanklage, die ich furchtbar finde. Wahrscheinlich könnten wir, wenn wir jetzt in der Taz ein Interview führen, viele Differenzen noch aufmachen. Also ich bin da nicht so sicher, ob die sogenannten Deutschen da einer Kollektivschuldthese aufsitzen möchten. Aber an Sie jetzt dennoch die Frage, was können Sie sich eigentlich noch an die Reste tiefer deutsch-französischer Feindschaft erinnern? Also die erste deutsch-französische Feindschaft ist sowieso eine Erfindung. Der Feind war England. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gab ja gar kein Deutschland in der Vergangenheit.
Das gibt es seit 1871. Der Feind war Preußen. Und das ist weitgehend beibehalten worden. Ich gebe nur ein Beispiel, zwei Beispiele. 1945, die ersten französischen Instruktionen nach Baden-Baden, wo die französische Partei war, il faut denazifier et déprussianiser l'Allemagne. Entpreußen. Und als ich die Ehre hatte, von de Gaulle eingeladen zu werden, über ein Buch zu sprechen, das er besonders gut gefunden hat, und sagt er mir, nous savons bien que de l'autre côté, c'est la Prusse, dass die bösen Preußen Kommunisten geworden waren. Natürlich, wenn es Rheinland oder Bayern gewesen wäre, entsetzlich. Okay. Jetzt. Ich kann mich noch erinnern, dass Helmut Schmidt an diesen, also der rauchende Bundeskanzler, der damit richtig berühmt wurde bei jungen Leuten, auch heute auch immer sagte, sein Lebenswerk habe darin bestanden, nicht nur die transatlantische Freundschaft aufzubauen, so wie er das verstand, aber die deutsch-französische Freundschaft zu vertiefen. Giscard d'Estaing, das waren die entsprechenden Stichworte. Ist das überhaupt denkbar, dass in einem geeinigten Europa alle Feindschaften weg sind? Also dass es wirklich kriegslos wird? Wie geht das mit der EU weiter? Ist das eine Frage, eine politische oder eine Frage der Identitäten? Es ist zuerst eine Frage der Medien. Okay. Der Zeitung, der Fernsehen, die nur negativ berichten über Europa, die das Positive weglassen. Ich nehme nur ein einziges Beispiel. 50 Jahre deutsch-französisches Jugendwerk, das fantastisch arbeitet. Große Versammlung in Paris, 1500 Leute im Saal. Wunderbare Dinge. In den armen Vororten gibt es kleine Kinder, die deutsche Lieder singen lernen und so weiter. Nicht eine Zeitung, nicht ein Fernsehen, nicht ein Funk von beiden Ländern hat berichtet. Aber ich machte Vorsitz mit einer französischen Ministerin. Ich sagte, ich nehme jetzt meinen Revolver und schieße sie ins Bein. Fernsehen ist in 20 Minuten da und die Versammlung ist berühmt. Nehmen wir an, ich schlage auf sie ein. Es sind viele Leute da, aber es können viel mehr sein. Ich schlage auf sie ein, das Fernsehen kommt und die Taz ist berühmter als bei ihren Lesern. Ja, es könnte sein. Das ist immer leider das Konstruktionsprinzip von Zeitungen, dass schlechte Nachrichten überhaupt erst wirkliche Nachrichten sind, weil die Leute eben auch an einem Grusel teilhaben wollen. Ja, aber seit Trump gibt es ja keine Wahrheit mehr. Vorher kannte ich das Wort Lüge, dann gab es la contre-vérité, das ist Gegenwahrheit, jetzt gibt es die Nachwahrheit und dann gibt es vor allem die Fake-Nachwahrheit, die eine Lüge ist. Und das ist natürlich katastrophal. Allerdings hat Trump einen enormen Vorteil. Ich hoffe auf die Art, wie er versucht, Europa zu zerstören, dass Europa sich ein bisschen mehr vereint. Genauso wie ja der Vater von Europa war Josef Stalin. Ohne Stalin hätte es kein Europa gegeben. Also Trump als Feindbild. Und dann gibt es die stille Hoffnung, dass er so entscheidet in den nächsten Jahren, so wiedergesetzlich entscheidet, dass die Psychiater dann endlich sagen, er ist impeachmentreif. Sie haben über, ja, der Beifall ist gerechtfertigt, finde ich völlig, aber Sie haben über Trump gesprochen, Europa, also es gibt eine große historische Theorien, die sagen, durch Angriffe auf Europa wird überhaupt Europa erst konstruiert, also das heißt durch Widerstand. Und wir hatten in den Niederlanden jüngst die Wahlen und Geert Wilders hat nicht gewonnen. Es war wahrscheinlich auch nicht im Bereich der echten Möglichkeiten. Wie sieht es in Frankreich aus? Glauben Sie, dass Le Pen gewinnen kann? Nein. Also ich bin Politologe, dass jemand nachher erklärt, wieso man hätte voraussehen können. Okay, aber diesmal sehe ich voraus. Es gibt keine Möglichkeit, von Marine Le Pen Präsidentin in Frankreich zu werden. Sie bekommt vielleicht 30 oder 35%. Bei 35% fängt die Kapitale an zu fliehen aus Frankreich. Das ist eine andere Frage. Aber ich hoffe, dass Macron dagegen wird und dass er Präsident wird. Ich bin hinter Macron und kämpfe für ihn so gut ich kann. Aber wer auch gegen sie sei, bekommt mehr Stimmen als sie. Das ist schon geschehen, wie der Vater da war. Chirac bekam 80% der Stimmen gegen 20% von Jean-Marie Le Pen. Wir haben, also
vielleicht so kurz wie es geht, unser Wahlsystem, die Älteren und viele waren euch in der Schule. Deutschland 1925 erklärt das Wahlsystem für eine Präsidentschaftswahl in Frankreich. Damals hat Hindenburg gewonnen gegen den Katholik Marx, der von den Sozialisten unterstützt war, weil Thälmann, der Kommunist, in der Stichwahl bleiben durfte. Sonst hätte Hindenburg nicht da gewesen und hätte nicht Hitler ernennen können. Deswegen nur zwei in der zweiten Runde. Das ist schade. Im Allgemeinen geht es rechts oder links. Diesmal ist möglich in Frankreich, dass es weder rechts noch links gibt, sondern jemand, der sagt, wenn eine Maßnahme als rechts gilt und sie gut ist, nehme ich sie. Wenn eine Maßnahme von links gut ist und sie ist links, nehme ich sie auch, weil das Wichtige ist, dass die Maßnahme gut ist. Dafür bin ich dafür. Aber jedenfalls gegen Marine Le Pen und Holland. Holland war das erste Lichtblick an diesem Tag. Erster Lichtblick. Und dazu hat noch die Mannschaft, Fußballmannschaft, die ich in der Bretagne unterstütze, gewonnen. Also es gab eine doppelte gute Nachricht an diesem Sonntag. Denn wenn Sie die Wahlen in Holland sehen, alle Parteien, die sich europäisch gemacht haben, haben gewonnen, haben dazu gewonnen. Das war das Beweis, die Holländer wollen nicht austreten, die Holländer wollen nicht den Mann unterstützen, der versucht, sich zu verführen, aus Europa auszutreten. Und das beste Beispiel, dass ein befreundeter Deutscher seit 20 Jahren recht hat, der Wolfgang Schäuble, er sagt seit 20 Jahren zu Recht, man muss Europa mit mehreren Geschwindigkeiten machen, das heißt, die, die es wollen, machen eine Initiative und dann dürfen alle dazukommen, nehmen Sie den Euro. Der Euro ist gemacht worden von wenigen, niemand ist seitdem ausgetreten und Massenländer sind dazugekommen. Die baltischen Staaten sind jetzt innerhalb des Euros. Es gibt für große Kritik am Euro, weil noch nicht das gemacht worden ist, was Frau Merkel gern gemacht hätte, was Frankreich versprochen hat, aber nie gehalten hat, das ist, dass man eine gemeinsame Wirtschaftsregierung bekommt, die bestimmt die Steuern und so weiter und so weiter. Das ist nicht geschehen, genauso wie ich 1954 gegen die Europäische Verteidigungsgemeinschaft war. Damals sollte es eine gemeinsame Armee geben, ohne irgendeine politische Macht, die diese Armee befehligte. Was soll das? Und deswegen hoffe ich, dass es besser gehen wird. Vielleicht kommt der nächste Präsident Frankreichs ein bisschen der Versprechen näher, die seit 10 Mal gemacht wurden und nie gehalten wurden. Also wenn man ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten haben will, Sie haben recht, dann braucht es eine Instanz, das kann einem behagen oder nicht, dann braucht es eine Regierung, dann braucht es entsprechende gemeinsame Gesetze. Glauben Sie, dass Frankreich und Deutschland sich auf ein Europa der höheren Geschwindigkeit etwa in Abgrenzung zu Polen einigen könnten? Ja, ich glaube schon. Vieles geschieht und das wird dann nie publiziert. Unten, das sind nicht nur die Jugendaustausche, das sind die Städteaustausche, das sind die gemeinsamen Universitäten. Da sind 100 gemeinsame Wissenschaftsprojekte. Läuft alles seit 60, 70 Jahren gut. Schon vor dem Élysée-Vertrag, in dem sehr wenig drin war. Und leider auf europäischer Ebene ist Robert Schuman erdrückt worden von Charles de Gaulle. Das heißt das, der supranationale Gedanke ist weg. Glücklicherweise hat das deutsch-französische Jugendwerk gute Generalsekretäre, ein Deutscher und eine Französin. Denn 2005 ist das geschehen. Bis dahin saß im Verwaltungsrat, der alle Macht hatte, eine Mehrheit von Leuten aus der Zivilgesellschaft. Ich habe lange da drin gesessen. Und wir übertrumpften die Beamten. Jetzt ist es ein Interregierungssystem, wo man in einem Beirat sitzt. Und wer schon in einem Beirat gesessen hat, weiß, dass ein Beirat keine Macht hat. Glücklicherweise, sagte ich eben, also die Generalsekretäre machen, dass das Werk weiter gut läuft. Aber das Schlimme ist, Robert Schuman, und ein Wort vielleicht darf ich zu Adenauer. Warum war Adenauer, und das sind die Deutschen so undankbar, total undankbar,
die Deutschen, sage ich jetzt allgemein, weil ich wenig Gegenstimmen. Wer hat von Europa am meisten profitiert? Die Bundesrepublik Deutschland. 1950 hat Adenauer Ja gesagt zum Schumann-Plan. Nicht wegen Europa, ja Europa schön und gut, wegen der Gleichberechtigung. Es wird immer vergessen, dass 1945 Deutschland ein Schicksal gehabt hat, das es nirgends in der Geschichte davor gegeben hat. Im Allgemeinen, wenn ein Land besiegt ist, entweder verschwindet es oder man macht ein Abkommen mit einer neuen Regierung. Diesmal haben die vier die deutsche Souveränität in die Hand genommen. Und sie haben sie behalten, was in Deutschland sehr vergessen wird, bis September 1990, dem 2+4-Vertrag. Und als Schumann seinen Plan verkündete, plötzlich stieg Frankreich runter von der vollen Souveränität zur geteilten Souveränität und die Bundesrepublik stieg auf von überhaupt keiner Souveränität, aber von ein bisschen Souveränität. Als der Vertrag unterzeichnet werden soll, der Schumann-Plan, entdeckte man, dass es keinen Deutschen gab, um den zu unterschreiben. Da hat man in Geschwindigkeit gesagt, wir machen das ein bisschen anders, die dürfen jetzt ein Außenministerium haben. Der erste Außenminister des Kanzler Adenauer hieß Konrad Adenauer. Und da müssen Sie ganz kurz sehen, was damals geschah. Er wurde der Kollege seiner drei westlichen Außenminister. Die waren die Vorgesetzten der drei hohen Kommissare in Bonn. Die waren die Vorgesetzten des Kanzlers. Und der Außenminister Adenauer sagte seinen Kollegen, bitte sagt euren hohen Kommissaren, sie sollen den Kanzler in Ruhe lassen. Und so ist auch damals geschehen. Und niemand erinnert sich dann, aber noch 1955 im Oktober, als die letzte große Abkommen waren, steht noch drin, Berlin, Deutschland als ein Ganzes und Wiedervereinigung ist von der Verantwortlichkeit und Verantwortung der drei Alliierten. Das ist erst 2+4-Vertrag weggekommen. Aber niemand erinnert sich daran, dass Deutschland aus der Tiefe emporgehoben wurde von Europa. Nein, wir zahlen zu viel an Europa. Im Vergleich zu dem, was sie bekommen haben, ist das gar nichts. Herr Grosser, ich habe jetzt noch mal eine Frage zu Frankreich. Da haben wir jetzt demnächst den ersten Durchgang der französischen Präsidentschaftswahl und Sie bevorzugen, so habe ich das rausgehört, das haben Sie ja auch gesagt, wie vermutlich die meisten, die jetzt hier gerade sind, Macron als kommenden Präsidenten und der soll dann bitte im zweiten Wahlgang Le Pen schlagen, falls Sie in den... Aber erklären Sie mir mal dieses Phänomen des konservativen Kandidaten Fillon. Ja, also in der Bundesrepublik wäre er schon lange weg gewesen. Lange? Gar keinen Ausdruck. Der wäre niemals nominiert worden. Ein Mann, der sich offenbar sehr teure Anzüge Freund finanzieren lässt, das ist... Da müssen Sie sehen, dass in Frankreich leider etwas anders ist als in Deutschland. Es heißt jetzt, Herr von Kuttenberg kommt wieder. Aber die Tatsache, dass er weg musste, ist in Frankreich beinahe undenkbar. Einer unserer großen Intellektuellen hat mal ein Buch abgeschrieben. Er ist von Gericht verurteilt worden. Er ist weiter da. Wer ist das? Alain Minc. Er hat ein Spinoza-Buch geschrieben, das er abgeschrieben hat von einem Universitäts-Spinoza-Buch. Und als er verurteilt wurde, schreibt er an den Autor des Buches, ich weiß nicht, was Sie mir wollen, dank mir ist Ihr Philosoph nun besser bekannt. Und leider ist es so, dass man, also zum Beispiel François Fillon hat versprochen, er geht nicht, wenn er angeklagt wird, noch nicht verurteilt wird, er angeklagt wird. Jetzt ist er angeklagt für Dutzend Vergehen, er bleibt doch. Allerdings büßt er dann ein und wir werden vielleicht das Unwahrscheinliche haben, dass zum ersten Mal kein Vertreter der gemäßigten Rechte da sein wird. Übrigens ist er unterstützt von etwas, was in Deutschland gar nicht gibt. Sie haben zum Beispiel einen, ich darf sagen, befreundeten Kardinal in München gehabt, der gesagt hat, man kann nicht zugleich Katholik und fremdenfeindlich sein. Deswegen hat er einige Schwierigkeiten mit der CSU. Und auf der anderen Seite haben wir in Frankreich circa 1,5 Millionen
hartgesottene Katholiken, die ihr Christentum nicht ausüben, sondern nur sagen, wir sind die Guten. Und die sind die Unterstützer von Fillon. Damit ist er Kandidat geworden. Und damit hat er die große Demonstration im Trocadero organisiert. Eine Gesellschaft, diese Gesellschaft hat das organisiert. Und das haben sie in Deutschland glücklicherweise nicht. Sagen wir mal, die vorgestern im Fernsehen hier in einer kleinen deutschen Stadt, wollt ihr Ausländer haben? Nein, großes Geschrei, Hass erfüllt, aber nicht, weil sie katholisch waren. Okay. Alfred Grosser, wir schreiben das auch in dem Buch Le Mensch, die Ethik der Identitäten. Reden wir nochmal, das kennen wir in dieser Weise aus Deutschland, glaube ich, nicht. Die Banlieue vor Paris, die Ghettos, wie man sagt, der Migrierten oder der jedenfalls nicht klassisch weißen Franzosen. Was ist da genau das Problem? Was schlagen Sie vor, um diesen epidemischen Hass, um auch die Chancenlosigkeit in Frankreich politisch zu beseitigen? Also was könnte ein Macron tun? Also zuerst einmal müssen Sie sehen, dass wir einerseits enorme Vorteile haben, weil niemand bei uns sagt, er hat Immigrationshintergrund. Unser ehemaliger Premierminister Valls ist seit 82 Franzose, vorher war es nicht. Die Erziehungsministerin ist seit 1995 Französin. Die Bürgermeisterin von Paris ist seit 73 Französin, ich bin jetzt seit 1937, also. Und niemand sagt, sie haben Immigrationshintergrund. Das ist die positive Seite, was ist Franzose. Auf der anderen Seite haben wir aber tausende junge Leute in sogenannten Banlieue, die, wie Sie zu Recht sagen, unterprivilegiert sind, vor allen Dingen in den Augen der Polizei. Sie kommen nicht raus. Sie sind alle Franzosen, im Gegenteil zu Berlin, wo viele junge Türken geblieben sind. Und nun kommt die Frage, erstens mal, was geschieht mit ihnen jetzt? Jetzt drehen sich viele von ihnen zum Islam, aber nicht der Islam war zuerst das, sondern Diskriminierung. Nun, jetzt kommt das Zweite. Macron ist einer seiner Hauptvorschläge, was natürlich die Lehrergewerkschaften empört. Man muss die Lehrer, die dorthin gehen, viel, viel besser bezahlen als woanders. Worauf die Gewerkschaft sagt, das geht doch nicht, es muss überall gleich bezahlt werden. Und vor allen Dingen, man muss nicht mehr junge Lehrer hin und Lehrerinnen hinschicken, die das gar nicht bewältigen können, sondern erprobte Lehrer. Und in der Grundschule soll noch mehr privilegiert werden, denn wenn sie in der Grundschule versagen, ist ihr Leben endgültig versagt. Und ich finde das ein gutes Programm. Dann aber kommt noch etwas sehr Schlimmes hinzu bei uns. Die Verfassung ist nicht eingehalten. Wieso können alle diese Sachen gefragt werden? Was werden Sie tun als Präsident? Die Verfassung sagt, die Macht ist beim Premierminister. Aber Fillon war 5 Jahre Premierminister von Sarkozy und niemand hat es gemerkt. Er hat ihn gedemütigt, stimmt's? Nein, also auch die Verteidigung liegt in den Händen des Premierministers. Mhm. Und an sich kann der Präsident noch nicht mal den Premierminister wegschicken. De Gaulle hat eingeführt und nachgemacht, dass der Premierminister schreibt, Monsieur le Président, Sie haben den Wunsch geäußert, eine neue Regierung zu haben, also gebe ich meinen Abschied. Das hieß im ersten Brief en conséquence, im zweiten Brief donc, aber das bedeutet genau dasselbe. Und die Macht ist langsam geglitten in die Hände des Präsidenten, aber leider, De Gaulle ließ Pompidou regieren, ließ Debré regieren, Mitterrand ließ Monroy regieren, aber heute konnte Sarkozy sagen, Fillon ist mein Assistent, der Premierminister. Und ich finde das eine furchtbare Entwicklung, aber ich auf die Frage nochmal eingehen. Macron hat ein echtes Programm, wird als Präsident eine parlamentarische Mehrheit haben. Seine Leute prüfen momentan 2000 Angebote in seinem Namen, die Wahlen zu machen. Übrigens für Marine Le Pen, unser Wahlsystem ist völlig ungerecht, noch ungerechter als das amerikanische mit den 3 Millionen mehr Stimmen für sie als für ihn. Nicht so dumm wie ihres
mit dem neuen Gesetz zur Übergangsmandate, die macht, dass sie vielleicht 800 Abgeordnete bekommen, absurd. Aber unser Wahlsystem ist so, dass Marine Le Pen so gut wie überhaupt keine Abgeordneten bekommen wird, weil überall sie in der Minderheit sein wird in der Stichwahl. Das ist, glaube ich, eine Errungenschaft von Mitterrand, der das unbedingt nicht wollte, dass der Front National im Parlament sitzt. Genau. Und er sollte im Parlament sitzen, finden Sie? Ja, er sollte im Parlament sitzen, sage ich, im Sinne der Gerechtigkeit. Und ich bin froh, dass er nicht drin sitzt. Ich glaube, das ist der klassische deutsche Zwiespalt. Wenn man jetzt nach Gerechtigkeitserwägung geht, sollte die AfD möglichst oder am besten gar nicht in die Parlamente kommen oder wenn, auf jeden Fall nicht so viel. Aber eigentlich gibt es ja dieses Potenzial der AfD, also wie es den Front National in Frankreich gibt. Aber ich finde, es wird nicht genügend dagegen gekämpft und gesprochen. Ich nehme ein Beispiel, ein Vizepräsident von der ARD, in Wirklichkeit ein Mann von Pegida. Ich habe mit dem diskutiert und ihr wollt das Abendland verteidigen gegen Islam. Das Abendland, das sind Abermillionen der beiden Weltkriege, das sind 6 Millionen tote Juden, das ist die Sklaverei. Das wollt ihr eigentlich verteidigen. Nein, so ist das nicht gemeint. Aber das sagt denen niemand. Dankeschön, Alfred Grosherr. Vielen Dank. Ich muss noch mal auf den Titel zu sprechen kommen. Le Mensch ist eigentlich eine klassische europäische Chiffre für die Bedeutsamkeit dessen, was Zusammenleben bedeuten kann. Toll, dass Sie hier in der Taz waren. Große Ehre. Wir möchten auch gerne weiter mit Ihnen Interviews führen können. Wir kommen gerne nach Paris oder Sie sind in Berlin oder wie heute in Leipzig. Vielen Dank.